Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Baldur's Gate. Ja, in der letzten Episode ist ein bisschen Portal zugegangen. Aber da hinten sieht man es noch. Und wir sollen ja uns auf der Suche nach diesem Relikt machen. Aber ich glaube, dieser Raum war es, der aufgegangen ist. Da werden wir uns mal kurz umschauen. Sieht eine Art Bibliothek aus. Was haben wir denn hier da hinten? Ah, das ist Balthasars Zimmer, in dem er nicht... Okay. Warum sind die tot? Da darf ich nicht rein? Okay. Okay. Nö, das fasse ich erstmal nicht an. Das ist ein Hebel. Nee. Ich weiß nicht. Großer Topf. Was passiert, wenn ich den Hebel... Ich werde es doch bereuen, oder? Oh. Komme ich hier raus? Was mir aber nicht sehr viel bringt. Okay. Also, Geister, wir sollen ja diese eine Lampe mitnehmen. Persönliche Notizen. Notiz. Auf am Becken unter dem Bücherregal mit den Werken über konfessionelle Heilkunde einbauen. Das ganze Blut über die Steinplatten fließen zu lassen, ist die reinste Verschwendung und lässt außerdem die Stacheln rosten. Der Text ist durchgestrichen und in der gleichen Handschrift, aber mit frischer Tinte steht darunter: Nicht beachten, der Geruch verschafft mir schöne Träume. Okay. Holztisch. Kristallkugel, die Truhe lassen wir mal. Das will ich halt nicht anfassen hier. Bücherreihen hervorstellen. Ich lasse das mal lieber. Alter, hier schaut es echt schlimm aus. Okay. Wo müssen wir denn hin mit dem Relikt? Türme. Ach, nach da oben. Okay. Ja, dann gehen wir mal raus hier. Ja, was ist hier dahinter? Ist auch noch draußen. Okay. Tschüss. Da ist noch eine Tür. Ah, da dürfen wir nicht rein. Alles klar. Warte, kommt mal raus. Einmal nach da unten, bitte. Dann kann man da fahren nach unten. Dankeschön. Da nach dahin. Nein. Oh, nicht die Tür benutzen. Es muss einfach nur rausgehen. Hier hin. Schön, dass ich schneller bin als meine Crew hier. So, bitte einmal nach da. Das ist aber neu da hinten. Oder war das vorher schon? Bin mir nicht sicher. Okay, Abmarsch. Ach, eigentlich hätten wir auch Schnellreise machen können. Gut, dann gehen wir genau dahin, wo ich vorher nicht hingehen wollte. Ich weiß nicht. Gehen wir hier links so lang. Moment, da oben ist jemand. Schattenverflug. Ah, Mann. Ah, das ist eine ganze Gruppe. Was machen wir denn? Fluch. Nee. Ah, wir sind gebrochen. Ah.
Ist doch kacke. Gut. Ah, das sind halt richtig viele. Einmal verstecken. Kannst du? Nee. Ach, scheiße, was hab ich jetzt? Das hätte ich nicht machen sollen. Wir gehen mal nach da hinten. Fängt schon mal gut an. Ne? Die gehen alle weg. Oh ja, wenn ihr in der Gruppe da steht, finde ich das gar nicht mal so doof. Kampfrausch. Wie schauen wir denn aus? Machen wir nochmal Fernkampf hier. Geil, Fehlschlag. Nochmal, komm. Scheiße, ich mach kaum Schaden. Gehst aber dann schon mal nach vorne. Nothing will stand in my way. Magisches Geschoss. Feuerpfeil, brennende Hände. Dann einmal zwirbeln. 1, 2, 1, 1, 2. Das war mal ein bisschen zu wenig Schaden. Okay. Nice. Einmal tot. Schütze eine Kreatur, Rüstungsklasse um 2. Wir sagen. Oh, mal auf dich selber. Gut. Scheiße. Kannst du hinterhältig? Schenkelschuss, hinterhältiger Schuss. Nicht im Nachteil sein. Chromatische Kugel, wie weit geht die? Zu dunkel. Blitz. Kritisch. Gut. Scheiße. Na komm. Mach deine Aktion. So, Zahnfleischen, würde man sagen. Rücksichtslos. Wollen wir sonst irgendwas machen? Mal nächstens schubsen, aber nee, das bringt mir nichts. Brennende Hände. Und wir zwirbeln nochmal.
1, 2, 1, 1, 2. Ja, enden. Du bräuchtest meine Heilung. Andererseits, warte mal, das ist nur noch 15. Wunden heilen, Stufe 2 auf die selber. Bonusaktion. Oh. Warum taucht die erst jetzt auf? Your time is come. Fuck. Das habe ich nicht berücksichtigt. Ja, hat nichts gebracht. Na komm. So. Was mache ich nur? Ja, komm auf dich. Okay, immerhin. Bleibst du? Scheiße. War ja klar. So, mein Junge. Erstmal volle Kanne auf den da. Spalten. Scheiße, krieg ich nicht. Erwischt meine, wenn ich das mache. 130 Health noch. Ah, so ein Shit. Eins, zwei, eins, zwei. Okay, das hätten wir. Dann müssen wir es ihr noch irgendwie helfen. Ja, da kommt der ganze Rest. Wer sieht da? Also Hafner. Du hilfst dir mal. Gut. Und bleibst da erstmal. Oh, geil. Werft mich jetzt nicht mal an. Ah. So, komm. Geil. Sehr, sehr geil. Und dann werden wir dir mal einen Besuch abstatten. So, nochmal, Stufe 12. 2-mal und 2-mal. Auch wenn ich dann bezaubert verliere. Du. Hast du eigentlich einen Trank? Hast du gar keinen Trank bei dir? Hey, das kann doch jetzt gar nicht sein. Du hast wirklich keinen Trank. Ja, ja, geil. Massenheilen wird sich das was bringen.
Ja, komm. Ja. So, Meister. Achso, das ist ja so. Brennende Hände. Ich weiß hier nur zwei. Shit. Nice. Wir haben nur noch einen. Fuck. Das hat nicht sehr viel gebracht. Ja, gut. Das war jetzt ein Fehler. Ich glaube, sie wird es jetzt gleich wieder umnieten. Oder auch nicht. Ich mag diese Welt nicht. Wir machen da mal einen Short Rest. Ja, sonst ihn. Ach, Mann. Wobei, hast du genug Range für Nahkampf? Steht im Weg. Na, geil. Immerhin 10 Schaden. Komm du mal ein bisschen näher. Was haben wir hier? Einen hat er noch. So, komm. Helft's mal. Das war so unnötig jetzt. Okay. Dann machen wir schnell einen Levelaufstieg hier. Zu der Stufenaufstieg. Was gibt's denn Schönes für uns? Zwei Zauber. Was hätte ich denn gern? Mega fett Feuerball. Stinkende Wolke. Nee. Totstellen. Zauber. Nee. Ich nehme mal das. Ich werde so ein Feuermagier, glaube ich. Und nehmen. Wunderbar. So, 45. Und da ändert sich sonst nicht sehr viel. Boah, geil. 65. Die hat das Aussehen. Tiger, was kann der Aspekt des Tigers? Das ist so die Stärke-Modifikator bei Angriffswürfen gegen blutende oder vergiftete Ziele. Du bist im Überlebenskunst geübt. Ich bleib, glaube ich, beim Bär. So, da, Schurke, was kannst du Schönes machen? Ich kann Fertigkeiten ändern. Ah, das will ich eigentlich gar nicht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Short Rest. So, da, komm mal her. Wir tun da jetzt mal kurz looten. Hm.
Auliger Tumor. Alles klar. Und zum Verkaufen nehmen wir es mit. Mal hier noch. Gut. Karte. Oh, das ist noch ein gutes Stück hier. So, alle zusammen? Ja. Hä? Was haben wir denn hier? Ja, den... Okay. Ah, nee, ich bin da nicht gut in sowas. Lass uns mal weitergehen. Ist hier noch oben richtig? Ja, glaub schon. Ich wäre froh, wenn es jetzt wieder nochmal eine Gruppe gibt. Hey, I know you. You're... Twist 'em up. Das ist cool. It's you, our little idol thief from the Druid's Grove. Sorry, it knocks the wind right out of me. Yeah. That druid idol I took, it changed me. I can do all sorts of stuff now, not just the vines. I think real hard and say some loud words and then it happens, mostly. Oh. Yeah. Maybe. But you gotta help me first. Me and Mum and Pops. We follow Zevlor out here. Then he... Well, there was an ambush. Mum yelled, run! So we ran. I could hear him running behind me. Till I couldn't. Still can't find him. But I bet you can. You'll help me, I just know it. Thanks, miss. I knew you'd help me again. The vines won't last forever. I don't suppose I can stay with you. Just till you find Mum and Pops. I won't be any trouble, I swear it. Ja, eigentlich ja. No way. Was? Warum? I'm sure you think that. But you ain't seen what I seen. I don't trust no one sides myself no more. Save three. Mum, Pops, and you. Take me in. I won't make a peep. Cross my heart and hope to die. Wehe, du machst einen Scheiß, ne? Oh, thanks. You're the best. So you send Mum and Pops there. I'll be waiting, hero lady. Okay, dann tschüss hier. Schnell weg. That's curious. So, was ist da? Oh, Ring. Liebkosung der wahren Liebe. Zärtliche Liebkosung. Ein Ring eines magischen Ringpaars, der dem Träger erlaubt, den Zauber schützendes Band von der Kreatur zu halten, die den anderen Ring hat. Okay. Weiß nicht. Mal hier rein. Guck einfach mal. Oh, Sarkophag. Das fasse ich nicht an. Das letzte Mal, als ich das gemacht habe, gab es dann schön einen auf die Mütze. Wir sind fast da. Weiß nicht. So nach links. Ich meine, es ist... Ach, nee. All these dark forces slain in battle. They must have a stronghold nearby or a temple.
Our hero thought but a treasure ahead, did not consider the peace of the dead. Through the dark she went creeping, and awoke what was sleeping. A new grave they dug, which she herself fed. Ooh, spooky. Merely protecting my assets. I've grown quite fond of you, you know, in my way. I thought it only fair to warn you about the dangers ahead. Mm-hmm. Oh. We both know they are soon to be revealed. It would be pointless of me to try to bar you from entering. But I can set the scene, as it were. Prepare you for your role. Yeah. My dear friend, I think you'll find I play my part in many a plot indeed. Cannot the same be said for you these days, true soul? Yeah. I already did. If, through the dark, you go creeping and awake what is sleeping, chances are many more graves than yours alone will soon be fed. Okay, also kann ich so richtig gut verkacken. Very well. There is a creature that lurks in silence and shadow. A creature who, like me, is very much of the infernal persuasion. Should it make its way out through the very doors you are about to brazenly swing open, you'll have unleashed a pestilence upon this realm. In truth, it is carnage incarnate. So if you meet the devil of which I speak, kill it. Consider no other course of action. Probieren wir es mal. Genau 10. Geil. This creature and I go back a long way. I admit, it would be in my best interest as well, should it remain trapped in the dark. Or misplace its head, perhaps. What are we talking here? Lemia? Pit Fiend? Orthon? Getting warmer. Warmer. Hot. Listen here, Pipsqueak. Do not underestimate this opponent. At best, you will have the blink of an eye to strike. Strike first, strike true, defy the odds, for they are distinctly in its favor. That much I owe the bastard to concede. Wait. Before you go, I have a proposal of my own. A proposal? If you're hoping to taste my blood, little vampling, think again. It burns hotter than wyvern whiskey. This is serious business, devil. My old... Well, a long time ago, someone carved some runes into my back. I'd rather like to know what they say. Okay. It's something of great importance to your master. But is it a love letter, a warning, or a deed of ownership? I can give you all the gory details, and I will. Once the beast that lurks below is vanquished and sent back to the hells. Ich weiß nicht. Also ich meine, es klingt ziemlich gefährlich, wenn wir das Ding dann halt irgendwie rauslassen sollten, dass dann irgendwie noch viel Böseres hochkommt. Andererseits hat er Schiss vor dem Ding, dann... Ja, wir haben aber auch nicht wirklich Beef mit ihm. Also noch nicht. Unser werter Teufel hier.
Aber ja. You haven't told them. And you've kept your clothes on this whole time. How unlike you. Why not let them see? Don't be shy. God damn it. Oh. Don't pout, Spawn. Just destroy the beast, and I'll happily reveal your secrets instead of your skin. Yes, fine. We'll kill this damn creature of yours. Then we have an understanding. I look forward to our next meeting. Scars often tell such wonderful stories. I think yours might be truly exquisite. Well, now you know. It could be infinitely worse. We seem rather good at killing things. Let's just go. Standing here chatting gets us nowhere. Although I should probably get dressed first. So ein schräges Gespräch. naja. Gut. Wieso Tränke werden hier nicht schlecht? Ah, da unten ist das da. Ah, ich glaube, ich will nicht grob plündern. Ja gut, dann schauen wir doch mal rein. Oh. Okay. Da kann ich mal aktiv gar nichts machen. Aber ich erkenne, dass du mal nach vorne laufst. Soldier? Me, Zirel, Minthara, whoever you are, leave. I shall carry out General Form's will alone. Okay. Gut. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, wo ich hier zuerst anfangen soll. Ja, eigentlich schon, ne? Ich weiß nicht, ob ich da mal so für mich mal schnell durchgehen sollte, mal alles looten soll. Da hinten geht's ja auch nicht. Ja, wobei, vielleicht hat's da irgendwas am... Was? Not that I know or care who it belongs to. Okay, wegen dem, ja. Also irgendwas ist hier abgegangen. Kerze. Urnen. Oh, Reisetod. Schloss knacken. 14. Ja, komm, probieren wir mal. Wow. Das war nix. Nochmal. Komm. Ah. Geht doch. Okay, belebender Umhang. Keine Belebung. Du hättest 7 temporäre Trefferpunkte, nachdem du im Nahkampf einen Nahkampfzauber gewirkt hast. Okay. Kann ich das gerade mal ausrüsten? So. Geil. Das ist natürlich richtig geil für sie. Tempelkarte. Oh, Tempelkarte. Angesehene Karte von den Proben der Schar. Das Labyrinth des Verlungischen Kammern und Gänge erstreckt sich über mehrere Ebenen. In der Mitte erhebt sich eine riesige Statue der Schar.
Hier dort sind Anmerkungen in gezackter, krakeliger Handschrift, Balthasars Forschungsnotizen. Der Flügel, Stätte der Proben, zerstört der Flügel irgendeine Präsenz, berichtet von seltsamen Geräuschen. Ratten, warum so viele verdammte Ratten? There's a temple down there. Something lurking in there too. Fascinating. Ja. An open tomb. What could be horrifying about that? Lady Shah's presence is near. Moment mal, da ist eine Platte. Da ist auch eine Platte. Da sind überall Platten. Ich tu mal ganz kurz speichern, ne? Ich habe so das Gefühl, dass das eine Falle ist. Ich muss das einfach ausprobieren. Ja, also, sind Falle. Geil. Gut, kannst du... Wir können es generell entschärfen. Ich brauche da jetzt jedes Mal ein Werkzeug, oder? Oh, nee. Wie oft geht das gut? Das ist auch so eine Platte. Da hat es einen Knopf. Da hat es das Bild hier. Ach, das sind noch mehr. Trauerbett. Turm. Da muss es doch irgendwas geben, was mir sagt, was ich drücken muss. Hat es noch Kerzen? Hat es irgendwo ein Buch hier? Nee. Gehe ich mal davon aus, dass das irgendwo draußen sein wird. Ja, Leute, gehen wir mal hier mal raus. Das ist mal ein bisschen zu heiß hier. Ja, ja. Ach, da ist noch eine. Hier ist ja sonst nichts mehr. Flasche, Rosé. Auch ein irgendeiner Art Buch. Warte mal, es gab doch ein Buch hier oben, was ich nicht angeschaut habe. Das da. Eine kleine Notiz schmiegt sich an den Rand eines Buchs, in dem nekromantische Riten beschrieben werden. General Toms Befehle waren eindeutig. Um in Erfahrung zu bringen, was hinter diesem Mausoleum liegt, muss man in seine Fußspuren treten. Tat um Tat, von Pracht zu Tragödie zu Schande, wie er einst sagt. Von Pracht zu Tragödie zu Schande. Pracht, Tragödie, Schande. Tragödie ist vermutlich der Tod. Hier nochmal zurück. Pracht, Tragödie, Schande. So, wir werden uns mal aufteilen. Pracht, was ist dann Pracht? Eventuell ist das die Pracht. Tragödie. Und der Turm der Schande. Oder ist das die Pracht? Aber... Dann wird das aber zur Schande nicht passen. Ich weiß nicht. Was ist die Schande? Turm... Es ist halt irgendwie beides irgendwie. Hm.
mach mal das da. Also Prachttragödie, Schande. Also es wäre dann das, das und das andere. Oh, das ist auch mal eine Falle. Geil. Also. Das da. Das da. War nicht auf die Platten. Oh. Okay, das war richtig. Warum ist das Schande? Oder ist es jetzt Schande, weil er jetzt für den Absoluten da die Armee anführt? Aber es könnte ja genauso gut der Turmschande sein. Ja, ich bin mir nicht sicher. Okay. Kinders, kommt mal wieder zusammen. Will ich das? Will ich das? Will ich da hingehen? Alle da, gut. Das wird ja richtig einladend hier. Ja, gleich. Ich will mir erstmal. Ach nee, hier geht's nicht weiter. Okay. Und da auch nicht. Tafel. Tafel. Ist das jetzt auch wieder eine Falle? So, hier jetzt drei solche Tafeln. Machen wir eine an. Offer your pain to Shah's embrace. Hear the night song. Hast du einen Schmerz? Ach so, da steht was. Okay, dann gehen wir nochmal zu der ersten. Sei in der ewigen Nacht Hüterin des Verlorenen und Vergessenen. Nummer 2. Mandelt vom Licht in die Dunkelheit. Schenkt euren Leben den Schatten. Also soll heißen, wir sollen Lichter ausmachen? Wissen wir ganz kurz. Nö, wir kommen da einfach rein. The answer lies in darkness. Ich glaube, das schauen wir uns in der nächsten Episode an. Das sieht nach Stress aus hier drin. Ich glaube, sobald ich hier reingehe, kriege ich einen auf die Mütze. Okay, liebe Leute, wir sehen uns in der nächsten Episode. Ich glaube, es wird ziemlich spannend hier unten und ich glaube, wir werden noch eine Zeit lang hier unten am Rumkämpfen, bis es rumsuchen sein. Und ich bin immer gespannt, was das eine super able Monster ist, von dem man da gesprochen hat, wie das dann in Person aussieht und was man dann so für Möglichkeiten haben. Wenn es euch gefallen hat, lasst auch einen Daumen nach oben da und dann bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher.
bis zum nächsten Mal. Tschüss.